Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen zurück beim Stumble Around in Outer Wilds, wo wir die Gewäulen um ihre letzten Geheimnisse bringen oder vielleicht auch erstmal um ihre ersten Geheimnisse, weil bislang haben wir noch nicht so viel Fortschritt gemacht. Wir sind ratlos, was wir tun sollen, wohin mit unserer Zeit und was wir im Spiel machen sollen, wissen wir auch nicht. Ich gucke hier nochmal ins Log. Da ist aber irgendwie auch nicht so richtig was dazugekommen. Wir haben einen Haufen Fragezeichen. Immer noch offen Sealed Vault. Ja, die kriegen wir nicht auf. Cinder Isles, da ist nach wie vor more to explore. Hidden Gorge, more to explore. Ja, wir wissen nicht so richtig, wo es lang geht. Ich markiere und wir fliegen hin. Wir haben ja den Artefakt gefunden. Ihr wisst ja vielleicht, es gibt Geräte und ein Gerät kommt in zwei Färbungen vor. Es gibt natürlichen Gerät und es gibt künstlichen Gerät. Und künstlicher Gerät heißt Artefakt. Natürlichen Gerät ist zum Beispiel ein Frosch. Künstlichen Gerät ist zum Beispiel so ein Ding, wo man grünes Feuer einfangen soll. Wir haben aber leider kein grünes Feuer gefunden. Ich bin zunehmend ein bisschen genervt davon, wie wenig Fortschritt wir machen. Wir machen so, inkrementell kriegen wir immer so ein bisschen was raus, aber es gibt jetzt keine großen Momente von, jetzt habe ich was anderes verstanden. Wir wissen, der Antrieb springt irgendwann an, wir wissen, der Staudamm stürzt ein, wir wissen ein bisschen so, wie die Gewollen drauf sind und dass sie nicht ganz dicht sind und ein bisschen paranoid vielleicht und ein bisschen aggressiv und stressig oder ängstlich, je nachdem. Aber aggressiv und stressig und ängstlich ist vielleicht auch dasselbe. Hot Take. Wir wissen aber nicht, was das alles soll. Wir wissen nicht, was wir hier tun können, außer diesen Safe aufmachen. Und da haben wir auch keine Ahnung, warum wir den aufmachen sollen, weil wir wissen ja gar nicht, was drin ist. Weil diese ganzen Dia-Shows auch alle kaputt sind. Ich habe das Gefühl, ich übersehe hier mindestens eine wichtige Mechanik, die irgendwie uns Einblicke erlaubt, die wir jetzt noch nicht hatten. Weil so finde ich das irgendwie ein bisschen undurchschaubar. Wir haben jetzt zwei grundsätzliche Möglichkeiten für diese Folge. Hier die falsche Logik. Erst bloß reinpushen und dann draufspringen. So wird ein Schuh draus. Wir haben zwei Möglichkeiten. Der eine ist, also auf jeden Fall holen wir uns jetzt das Artefakt. Gestorben. Ne? Ich habe versucht, daran zu kommen. Das war innen drin. Ich erinnere mich wieder. Innen drin ist ja böses Zeug an der Wand. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr an die Wand annähern. So, Artefakt. Ja, grünes Feuer muss da rein. Ich sehe im Moment nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dieser Antrieb vom Stranger, der sich ja irgendwann einschaltet mit diesem lauten Geräusch, der produziert so ein grünes Glühen. Hätte ich mich beinahe versprochen. Das können wir vielleicht einfangen. Ich weiß es nicht, es kommt mir unplausibel vor, aber es ist eine Möglichkeit, dass wir, wenn wir rausgehen in den Weltraum. Was ist jetzt gerade passiert? Und was ist das hier eigentlich? Moment mal. Da ist doch als Symbol. Okay, das ist vielleicht die Verpackung von diesem Ding. Conceal. Focus, conceal. Eine Möglichkeit war ja, der Ghost Matter leuchtet ja auch so ein bisschen grün. Wo ist die denn überhaupt? Da. Ja, da ist auch nichts möglich. Also, wie gesagt, die zwei Ideen, die ich hatte, die halten uns jetzt einmal, bloß hier wieder zurück ins Wasser, waren A, wir haben diese Höhle entdeckt hinter, da in dieser Gorge, hier drüben, ihr seht, wo ich meine, jetzt genau über uns, alles ein bisschen verwirrend hier auf dieser Ringwelt, jetzt sind wir wieder auf den Mond gelaufen, das ist doch alles. Komm, wir haben es eilig. Das habe ich
den Artefakt da dran. Das gibt's doch alles nicht. Ja, also, ich hatte schon gesagt, ne, ich bin... Wenn ich ehrlich bin, ist natürlich so, dass es auch im Basisspiel diese Momente gab, in denen man endlos sinnloses Zeug probiert hat, weil man nicht verstanden hat, wo es hingeht. Ja, okay, das Floß steckt jetzt hier erstmal fest. Dann tragen wir den Artefakt mal hier rein, aber das funktioniert genauso wie die anderen Kirchen der Gewäulen. Da passiert nichts. Dann holen wir uns eben da ein neues Floß. Was bleibt uns auch übrig? Nein, tun wir nicht, weil hier gibt es keins. Ja, ein bisschen verhext. Okay, da drüben ist eins. Also, ich sag's nochmal, ich bin schon wieder abgelenkt, weil hier nichts klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe noch gar nicht erklärt, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht mal das klappt. Moment, das ist auch falsch. Das ist doch der Tierschauraum. Wo ist denn? Irgendwo hier ist doch der andere Eingang auch. Bin ich jetzt ganz verpeilt? Oder ist er auf der anderen Seite? Stand. Hier ist auch kein Floß drin. Es läuft super. Meine Damen und Herren, wir machen rasenden Fortschritt. Da drüben ist es. Das nehmen wir. Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Meine Damen und Herren, diese Ringwelt ist uns nicht freundlich gesinnt. Ich habe noch nicht mal erklärt, was ich vorhatte, da ist es schon schief gegangen. Also, wir machen das gleich jetzt nochmal. Sind wir ja schon gewohnt. Die zwei Möglichkeiten, die ich sehe, sind erstens diese Höhle in der Schlucht, über der ja ein Feuersymbol, ein grünes Feuersymbol war. Vielleicht können wir da irgendwie dieses Artefakt in Gang bekommen, auftanken. Was wir dann damit machen, who knows. Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, der Antrieb schaltet sich nach einer Weile ja ein, der Antrieb dieser Ringwelt. Und da ist auch so ein grünes Leuchten zu sehen. Das heißt, wir könnten auch den Artefakt vor die Tür tragen. Und allmählich werde ich auch ein bisschen sauer, weil das hier überhaupt nicht vorangeht. Und deswegen ist vor die Tür gehen vollkommen verpasst. Machen wir gleich. Geh mal vor die Tür, geh mal raus. Eine Rauchen. Ich rede einfach nur Zeug, um zu kaschieren, wie ereignislos hier die Tage verlaufen in diesem Mini-Universum. Es ist tatsächlich. Ich will jetzt noch nicht so weit gehen zu sagen, ich bin von dem DLC ein bisschen enttäuscht, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Weil im Wesentlichen haben wir einen Haufen Dias gefunden, von denen viele auch kaputt waren. Und sonst, ja gut, die Mechanik mit dem Staudamm ist ganz nett. Aber sonst ist jetzt noch nicht so viel Interessantes passiert. Oder gefunden worden von uns. Oder. Vielleicht müssen wir auch mal hier draußen uns die Sache angucken. Hey, was ist das denn hier? Ja, da ist nix. Glaube nicht. Honk. Ja, also gut, wir brauchen den Artefakt. Oder ich sag jetzt vielleicht auch von jetzt ab. Doch, warum? 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 Quäl mich nicht. Quäl mich nicht. Hab ich nicht verdient. Ich habe ehrenwert den Artefakt geborgen.
Ich habe diese Qualen nicht verdient. So, nochmal hier. Déjà-vu. Aber so ist das, wenn man in einer Loop steckt. Alles wieder los. So, wir holen uns den Artefakt. Na, guck mal an. Hier sind zwei von den Dingern. Vielleicht sollte man sich hier nochmal ein bisschen besser umschauen. Also, ich meine, die große Frage ist, was ist das für ein Ding und was soll es? Und das ist halt, das war die Enttäuschung, von der ich gerade gesprochen habe, das ist leider keine interessante Frage. Also, ja, aber... Das ist so eine Mini-Frage. Eine größere Frage ist, wo sind die ganzen Gewollen hin? Aber dazu haben wir halt auch keinerlei Indikationen. Ja, wie gesagt, ich habe den nagenden Verdacht, dass ich hier was ganz Elementares übersehe. Wo ich hier abbiegen muss, aber ich würde sagen, wir fahren mal so weit rechts wie möglich, das kann auf keinen Fall falsch sein. So, und jetzt müssen wir aufpassen, denn da kommt ja jetzt noch eine rechte Abzweigung, die haben wir letztes Mal verpasst. Die müssen wir jetzt nehmen. Das ist natürlich auch gar nicht so leicht, weil es ist ja noch Whitewater. Wir uns hier am Rand lang. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, jetzt. Komm. Geh da rein. Ich bestehe drauf. Gut, okay. Jetzt müssen wir noch hier die Brücke treffen. Diesen Teil hätten wir geschafft. Dann also jetzt als ersten Versuch, der Versuch, in diese Höhle zu kommen, ohne dabei zu sterben. Wo war die nochmal? Die war da oben. Das heißt, wir müssen hier lang, richtig? Richtig. Oder? Ja. Gut, jetzt haben wir das Artefakt dabei, das wäre natürlich gar nicht nötig gewesen, weil ja hier auch eins rumliegt. Aber so sind wir. Overachiever bis zum bitteren Ende. Und das bittere Ende kommt wahrscheinlich gleich, wenn ich hier irgendwo runterkrache. Unelegant. Vielleicht aber auch nicht. Da ist die Höhle. Vielleicht klappt noch alles. So, jetzt haben wir natürlich die logistische Aufgabe, hier das Artefakt durchzubringen und trotzdem auch mit diesem Scout hier zu sehen, wo es lang geht. Also erstmal ist ja, passiert ja noch nichts. Und dann zeigen uns die Kristalle an, dass jetzt die Ghost Matter Region kommt. Aber genau, hier ist rechts vom Baum Ghost Matter. Und hier ist links vom Baum Ghost Matter. Das heißt, wir müssten noch, wenn wir hier durchgehen, müsste das doch gehen. Och, das war gar nicht so schwer. Da habe ich letztes Mal mich aber offensichtlich blöd angestellt. So, jetzt sind wir eigentlich doch auf der anderen Seite dieser kaputten Brücke, die wir nicht überspringen konnten und kriegen jetzt tatsächlich auch noch was Neues zu sehen. Das immerhin ist doch schön. Da muss man sich dann auch nicht schämen. Hier oben leuchtet was. Machen wir mal die Tür auf. So, Shiplock updated. Musik. Hazard Scout, also das ist Ghost Matter. Hier ist ein runtergekrachtes. Ist das ein Auge des Universums oder was ist das? Man weiß es nicht. Es kommt dramatische Musik. Also scheinbar haben wir jetzt was Wichtiges geschafft. Ach du liebes bisschen, nochmal so ein Schloss.
Okay, ich weiß natürlich nicht mehr den Code, der beim letzten Mal einzugeben war. Vielleicht ist es derselbe. Aber ich weiß ihn nicht. Noch einen Raum mit Dias. Ernsthaft. Und noch ein Artefakt. Moment, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Ach, die Tür kriegt man von der Seite nicht auf. So ist das. Okay. Das heißt, hier hinten ist ja wohl irgendwie was los. Also, ich habe zwar ein bisschen die Nase voll von Dia-Shows, aber das Spiel besteht da drauf. Und dann ist das jetzt eben so. Was haben wir denn da unten? Nix. Wo war denn die Dia-Show? Schon wieder direkt die Orientierung verloren. Hä? Hä? War das hier oben? Was ist los? Wie kann man in diesen wenigen Räumen sich so derart verlaufen? What? Oder bin ich total verstrahlt und die Dia-Show ist einfach nur der Ausgang und die haben wir längst gemacht? Ich glaube, so ist das richtig. Ja, da war gar keine Dia-Show. Was hier allerdings war, Fun People, hier ist ein Artefakt gewesen. Vielleicht ist das aber auch das, was ich meinte. Ich dachte, das würde draußen rumliegen, aber vielleicht ist das das hier auf dieser Seite. Das habe ich ja vorhin gesagt. Hier gibt es auch eins. Dann ist das wohl dieses. Okay, das bringt uns alles kein Stück weiter. Kein kleines Stück. Mittlerweile hat sich der Antrieb wieder eingeschaltet, ohne dass wir es gemerkt hätten. Wenn wir jetzt schnell rauskämen, könnten wir eventuell ausprobieren, ob wir damit grünes Leuchten einfangen. Aber ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen unplausibel. Plausibler ist, dass wir hier denselben Code einstellen müssen wie an der anderen Apparatur. Nur weiß ich nicht mehr, wie der ging. Ach Gottchen. Sonne, Feuer, Auge, Feuer. Also es hat sich irgendwie... Zwei haben sich wiederholt, das weiß ich noch. Und irgendwie war Feuer und dieses Auge-Symbol oder was immer das sein soll. Aber es macht ja keinen Sinn, hier jetzt rumzuprobieren. Und vermutlich ist es ja eh ein anderer Code. Wir können natürlich hier jetzt nochmal probieren, ob es andersrum ist. Hey, passiert aber nichts. Ja. Gut, schlecht. Sehr schlecht sogar, weil so langsam verliere ich ein bisschen die Lust. Wir machen keinen Fortschritt, wir kriegen nichts raus. Der Plot ist undurchsichtig. Alles ist irgendwie kaputt. Hier ist ein Seil dahinter. Was ist denn da? Oder ist das einfach nur der Aufzug draußen? Seite. Ja, alles ist kaputt. Gleich bricht wieder der Staudamm ein. Mal gucken, wie es dem geht. Das ist schlecht zu sagen von hier. Wir wissen nicht, was wir mit dem Artefakt sollen. Wir wissen nicht, was das Ganze überhaupt soll. Und warum ist da... Warum geht jetzt die Tür zu? Weil ich sie angestrahlt habe. Vielleicht. Ja, kaputt. Ein Code, den wir nicht kennen, der aber auch, ich weiß gar nicht, was tut der hier? Das ist ja noch die andere Frage. Wir müssen den Code rauskriegen, aber dann ist mir auch gar nicht klar, was der bewirkt. Vielleicht sind ja keine Türen, hier ist nichts, hier sind keine Aufzüge. Hier ist nur dieser Ausgang. Hier sind nochmal Artefaktkisten. Mehrere.
Ja, vielleicht sollten wir mal versuchen, nach draußen zu gehen und zu gucken, ob die Theorie mit dem Antrieb stimmt, denn ansonsten gehen mir jetzt ernstlich die Ideen aus. Wir haben natürlich diesen verschlossenen Raum mit den ganzen Geräten drin. Und wir haben den verschlossenen Safe. Aber ich glaube, solange wir dieses Artefakt nicht in Gang kriegen, brauchen wir da gar nicht mehr hinzugehen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt am schnellsten raus? Auch gar nicht so leicht. Also, wenn wir da hoch kämen, könnten wir natürlich hier oben lang uns runterhangeln. Da sind ja die beiden Ausgänge unterhalb des Staudamms. Aber das hilft uns jetzt nicht sonderlich weiter, weil wir kommen ja durch den Stau. Wir können natürlich vom Staudamm springen. Das machen wir vielleicht mal. In der Hoffnung, dass die Zeit überhaupt noch reicht dafür. Wie bestellt. Gut, dann springen wir nicht vom Staudamm. Dann ist das gestrichen für diese Folge. Also, ich meine, ich will jetzt auch nicht zu sehr meckern, weil es ist schon ganz nett. Ist auch interessant, dass das da links. Ist das eine Gesteinsbrücke? Weil da ist jetzt die Welle reingelaufen und dann auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Ich weiß auch gar nicht, kommen wir jetzt überhaupt noch raus? Der eine Eingang ist ja jetzt unter Wasser und geht nicht mehr auf. Wahrscheinlich nochmal, wenn wir irgendwo dagegen dengeln. Ja, was soll ich sagen? Das ist alles. Schön und gut. Aber die Sensationen und die Durchbrüche lassen auf sich warten. Und also ich sehe auch gar nicht, wo die versteckt sein könnten. Ich vermute nach wie vor, irgendwas Massives habe ich übersehen. Hier ist das der Eingang, ich glaube nicht. Ja, doch, er ist es, aber den kriegen wir jetzt natürlich nicht auf, weil der ist tatsächlich unter Wasser. Also, falls wir dieses Artefakt tatsächlich in den Antrieb halten müssen, was ich nach wie vor für nicht besonders plausibel halte, haben wir dafür ein relativ kurzes Zeitfenster. Wir müssen das dann machen, nachdem der Antrieb angeht, aber bevor der Staudamm bricht. Und wenn der Staudamm gebrochen ist, kommen wir weder rein noch raus. So rein vom Game Design her würde ich sagen, gibt es allen Grund anzunehmen, dass der gebrochene Staudamm auch Sachen zugänglich macht, die vorher nicht zugänglich waren. Und nicht nur Sachen verschüttet. Wie zum Beispiel hier die Insel, die ist ja jetzt unter Wasser. Aber kommen wir vielleicht oben auf den Turm drauf? Kriege ich ja auch noch Anrufe im Weltraum. Das steht unter keinem guten Stern. Ja, wir kommen aufs Dach, ist die Antwort, aber es ist völlig uninteressant, aufs Dach zu kommen.
Well done, we. Ja. Wir sind so ein bisschen in der Sackgasse. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich war jetzt an dem letzten Stück, was noch fehlt. Wir könnten natürlich jetzt im Logbuch mal gucken gehen, was es eigentlich uns zu erzählen hat über das Ganze. Da oben waren wir, glaube ich, auch noch nicht, aber hier scheint es jetzt etwas Interessantes zu geben. Wenn das jetzt da draußen der Antrieb ist. Ich sehe hier auch, ich hatte letztes Mal den Eindruck, dass da so ein grüner Nebel von diesen Antriebssegeln ausgeht, aber das sehe ich jetzt auch nicht. Das spricht auch gegen die Theorie, dass wir das Artefakt da draußen aufladen können. Hier sehe ich jetzt auch nichts zu holen. Also die einzige Stelle, an der es ein offensichtliches einen offensichtlichen Weg gibt, irgendwas auszuprobieren, ist die Stelle mit der Code-Eingabe. Und das Einzige, was wir da eingeben können, ist der Code, der an der anderen Stelle schon mal funktioniert hat. Da werde ich dann halt mal im alten Video nachgucken, wie der war. Jetzt geht mir auch noch der Treibstoff aus. Ja, das führt jetzt hier zu nichts mehr. Ich versuche ja gerade einfach nur Gegenden mir anzugucken, in denen ich noch nicht war, aber es ist ja auch so, wie es hier aussieht, ist nicht zu erwarten, dass sich hier unerwartete Dinge noch tun. Hier waren wir auch schon. Das ist die Sackgasse, die wir erkundet haben. Hier waren auch keine Überraschungen. Ja, also die einzige Chance ist zu hoffen, dass der Code, den ich da eingegeben habe, oh, jetzt packt mich gleich die Strömung und dann ist die Loop zu Ende. Gut, wir haben minimal Fortschritt gemacht. Wir wissen jetzt, wie wir durch diese Höhle kommen. Wir wissen nach wie vor nicht, was das Ganze soll. Und uns gehen die Optionen aus. Was ein bisschen schade ist. Nur was man sich stattdessen wünschen würde, ist, dass man immer mehr Dinge entdeckt. Und stattdessen engt sich das immer mehr ein. Es gibt keine Orte mehr, an denen wir nicht waren. Oder zumindest wüsste ich nicht. Es gibt keine Dinge, die wir noch ausprobieren können. Man kann natürlich in dem Raum noch mal gucken, in dem diese Statuen standen, aber tja. Lassen wir es dabei für diese Folge. Ja. Schade. Denn ich mag dieses Spiel wirklich sehr, aber irgendwas stimmt hier nicht. Aber zum Trost ein Marshmallow. Ja. Tschüss.